Okay, ich bin Fünfter. Oh yeah, ich hab das Spiel vermisst. Herzlich willkommen, Folks, zu einem neuen Part von Jack X. Die zwei Wochen sind rum und wir werden jetzt endlich durchstarten mit dem Abenteuerspiel. Und Moment. Was? Moment, die Regie will gerade was? Was? Hä, wieso? Die Regie meint gerade, zwei Wochen sind 14 Tage. Bei mir ist allerdings ein bisschen mehr Zeit vergangen. Was? Fast ein Jahr? Das kann doch nicht sein. Ist doch egal, das merkt doch keiner. Gut, nee. Bevor wir loslegen, wollte ich mich erstmal bei meinen Zuschauern bedanken, dass sie... Ja, es sind zwar nicht viele, aber ein paar scheinen doch sich für das Spiel zu interessieren und haben ein paar Mal angefragt, wann nun endlich das Spiel weitergeht. Und ja, hier bin ich wieder mit Jack X. Wir starten jetzt durch in den nächsten Pokalherausforderung oder wie das heißt. Es ist schon lange her, egal. Wir starten jetzt durch und wir müssen uns erstmal wieder... Ja, den roten Eco-Pokal, den haben wir geschafft, genau. Da haben wir noch einiges zu tun. Und zwar fehlen uns da noch 6 Punkte, um halt das zu 100% zu haben, den roten Pokal. Denn wir müssen hier nochmal Spargus müssen wir... Aber das werde ich mich ja, ein bisschen noch aufheben. Ich will jetzt erstmal euch was Neues zeigen, statt die alten Rennen, ja. Wir werden jetzt den grünen Eco-Pokal machen und das erinnert an den alten Knospelkopf Samos, Fahrzeuge der Klasse 2, Medaillen, bla bla bla. Los geht's! Und ja, Spargus, neu. Allerdings haben wir ein neues Fahrzeug, Strandstrecke. Also die müssen wir erstmal machen hier. Schauen wir uns die mal an. Ich glaube, die kennt ihr auch schon. Wieder im Ödland, Jack. Diese Strecke verbindet Spargus City und den Canyon. Nutze die Sprünge zu deinem Vorteil. Denk dran, mit Sprüngen holst du dir Speedboosts. Achte auf Felsen und andere Hindernisse. Willst du dieses Rennen gewinnen, musst du deinen Wagen prügeln. Ja, das werden wir machen. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger jetzt, aber wir schauen uns erstmal das neue Fahrzeug an. Da haben wir es. Und wir haben noch ein weiteres. Das habt ihr, glaube ich, im letzten Part auch gesehen, dass ich die bekommen habe. Der Hammerhead. Aber... Wir nehmen erstmal den Street Grinder und den werde ich dann auch noch eine neue Farbe geben, denn jemand in den Kommentaren im letzten Video, was ja schon ein bisschen länger her ist, hat sich für eine Farbe entschieden. Ich weiß auch gar nicht, ob derjenige noch zuschaut, wahrscheinlich nicht, aber ich werde natürlich das berücksichtigen und die Farbe auf grün ändern. Er hat jetzt nicht genau geschrieben, wie, was für ein Grün, aber ich denke mal, ich werde ein schönes Grün finden. So. Oder vielleicht mehr so ins Blaue. Na gut, kann ja immer noch geändert werden. Aber ich denke mal so ein richtig hammermäßiges... So? Ja, komm, wir nehmen... Naja, komm, so ein bisschen... So ist okay. Okay, ein richtiges, schönes, giftiges Grün. Und ich könnte natürlich jetzt auch ein bisschen tunen. Aber ich will erst mal sehen, wie ich jetzt mich schlagen werde in diesen Rennen nach so langer Zeit. Und wir starten das Rennen, nachdem die Speicherung vollendet hat. Achso, dazu möchte ich noch was erwähnen. Ich hatte ja bei Facebook angekündigt, dass ich das Spiel fortsetzen werde, unter der Bedingung, dass es ein wenig eine bessere Optik haben wird. Und ja. Und da hatte ich dann halt das Problem, dass ich halt den Spielstand neu machen musste. Oh, los geht's. Das hat sich allerdings ein bisschen geändert, denn ich habe den alten Spielstand jetzt von meiner Memory Card 2. So, ja, da ist wieder Ashlyn. Ja, Mann, Ashlyn, du bist wieder der Erste, oder was? Okay, der Ashlyn? Nein, nicht du schon wieder, Ashlyn. Also, sag mal. Mensch, der erste Part nach lang und dann ist wieder Ashlyn hier, ne? Okay, ich bin Fünfter. Oh yeah, ich habe das Spiel vermisst. Mann, der streut ja auch
dunkles Salz. Dunkles Echo-Salz, genau. Vom dunklen Echo-Kristall. Ja, da kann man auch Salz machen. Nein, nicht die fliegende Untertasse. Ich hasse sie. So, ich sollte ja hier so schön alles machen, ne? Oh Mann, ich werde lange brauchen, um mich wieder einzufinden in das Spiel. Ich drücke die ganze Zeit R2-Taste, weil ich denke, ich habe den Boost, aber nein. Aber ich bin der dunkle Jackman. Und jetzt mit mir kann sich keiner anlegen. Okay, die Stimme sollte ich lassen, weil sie nervig ist und so. Aber ich war gerade Erster. Und das ist ja schön so. Und die Kira hat ja gesagt, ich soll die Sprünge nutzen, die geile Sau. Ich meine, ja, das hat sie gesagt, dass ich springen soll. Gut, und jetzt rückt mich nicht alle auf die Pelle. Seh, komm, Kumpel. Du bist Kumpel. Du weißt, wir sind schon öfters mal durch diese Höhlen hier gefahren. Also ich als Jack natürlich. Und ja, da weißt du, dass ich immer der Fahrer war. Also bin ich jetzt auch als Erstes vorne, oder? Und wer ist da? Ashlyn. Nein, Ashlyn. So, ich muss... Sieg, Kumpel? Du bist ein Kumpel, komm. Ha, ha. Oh, Sieg. Ach so, ich dachte, ich habe Ashlyn getroffen. Ja, komm, die schnappen uns auch noch. Oh. Mensch, so eine Hektik hier schon wieder. Komm, ja. Und ich muss noch dran denken, dass ich natürlich auch mich schützen sollte mit... Ja, hier, die roten... Waffen, ne? Bumm, hat's gemacht. Da fliegt die schöne grüne Karosserie beiseite und ja. Oh nein, nicht U86 Schrotthaufen Typ. Hier schick erstmal was Nettes für dich. Das bleibt unser Geheimnis. Ne? Wir wollen ja nicht, dass andere auch noch was. Oh, obwohl. Das nächste Mal sind die anderen dran. Okay. Es scheint doch ein bisschen eine andere Strecke zu sein, aber. Das wundert mich auch nicht, denn wir sind natürlich hier im zweiten Echo-Pokal. Und ja, in der Zeit, wo ich hier nicht gespielt hatte, habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Nichts wirklich Wichtiges, aber wäre es cool gewesen, wenn jetzt hier Samus mitgefahren wäre, ja? Oder Kira? Oder wen haben wir noch? Ja, Dexter selber, ja? Auch nur. Halt! Nein! Oh! Achso, noch eine Runde, oder was? Ich dachte, ich bin schon jetzt hier. Wie viele Runden muss ich denn machen? Zwei, okay. Ah, da muss ich wieder Gas geben hier. Ich dachte, ich kann hier meine Zeit vertrödeln. So, hier. Ein paar Granatis für Thorn. Weil er ein guter Junge ist und ja, der mag das. Der mag das. Wir können mir vertrauen, wenn ich sage, der mag das, dann... Ja, der Typ hat's drauf, ey. Der ist hart im Nehmen. Genauso wie meine Karosserie. Aber man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad steigt ein bisschen an hier. Mich kommt es auch ein bisschen vor, als ob die auch aggressiver sind hier, meine Fahrer. Und da müssen wir was dran ändern. Mensch, hört auf. Immer nicht immer eure Spielereien hier. Ja. Oh, jetzt hat er mich auch... Oh. Der klaut hier U86 wieder. Die Type. Ashlyn, lass es bitte. Oh. Es hat sich nichts geändert hier. Und da merke ich auch schon wieder, wie nervig das Spiel hier eigentlich war, ja? Man muss hier wirklich bis aufs letzte Gas geben und... Ja. Mal ein bisschen Schild hier. Ashlyn, komm, yeah! Beeindruckender Knockout, das hast du verdient. Aber wir kennen ja Jack X, zumindest die Leute, die das Let's Play verfolgt haben. Oder das Spiel kennen, was weiß ich. Da kommt nochmal was. Aber Gott sei Dank habe ich nicht die Rakete abgelenkt. Genau. Ich fühle mich jetzt noch nicht als Erster, denn ja, es ist noch ein langer Weg bis am Ziel. Und man merkt auch, oder man sieht auch, wie lang die Strecke tatsächlich ist. Okay, vor die Dinger kann ich nicht schützen. Nein! Ich habe auch das Gefühl, dass man gar nichts erreichen kann. Es gibt ja so Rennspiele, wenn man da irgendwelche Gegner trifft, dann kann man sie ein bisschen langsamer machen. Aber hier scheint das echt nicht so zu sein, ja. Die fahren gemütlich weiter und du kommst einfach nicht hinterher.
Ich habe das wirklich nicht mehr... Nein, U86, bitte. Jetzt kurz vor der Ziellinie wieder. Hä? Wer hätte das gedacht? Genau, Vierter, noch ein paar Minen, jawohl. Wunderbar seid ihr seid klasse. Thorn, du bist super. Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht Erster wäre. Das Problem ist, ich muss es ja irgendwann... Ach! Edge, wieso schlingerst du denn jetzt so? Hallo! Ja, da habe ich die Medizin natürlich im richtigen Moment eingesammelt. Ja, Thorn, danke. Wir sehen schon, es ist alles klasse. Mach du mich nicht müden, weißt du? Ich bin schon wieder geladen. Und zwar mit Granaten und die... Und Thorn... Ja, das... Ja. Hard to name und so. Ist okay, komm. Dritter muss ich noch werden, oder? Da ist schon Ziellinie, Kacke. Ein weiterer Stil von der Sieg. Naja, okay, Bronze. Fahren wir nochmal, Kumpel. War jetzt nicht mein bestes Rennen, aber ich denke mal... Für den Anfang nach so langer Zeit, war es das okay? Das okay, das ist ja super und so. Naja, okay, das war es erstmal für diese Runde und wir sehen uns dann in. Ja, komm, das kann ich noch kurz zeigen hier. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part mein Fahrzeug ein bisschen ausrüsten, ein bisschen tunen und dann hier die nächste Strecke machen. Ne? Okay, also bis dann.